für all diejenigen, die ihr Auto irgendwo in die Werkstatt bringen, kleiner Tipp am Rande, das schont auch euer Portemonnaie. Ja, aber ich denke, so kriegt ihr vielleicht auch mal ein Gefühl, dass gar nicht alles so einfach ist. Und ich kann euch schon mal sagen, das, was euch heute in diesem Video erwartet, wird mega abfuck asozial. So zieht sich das den ganzen Tag durch und das ist immer so schubweise. Du hast mal so eine Woche, da läuft alles allglatt. Da läuft jeder Vorgang reibungslos hintereinander weg, bam, bam, wie geschnitten Brot. Und dann hast du Wochen dabei, wo wirklich gefühlt jede Karre, die du anfährst, komplett... Nee, ich tue das lieber schon. Es gibt einfach Wochen, da ist alles bescheiden. Ja? Und das ist halt, ja, da musst du durch. Du kannst nichts ändern dran. Du musst durch das Thema. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Neues Video, ähnliches Thema wie bei den letzten Videos. Wir machen mit euch eine kleine Werkstatttour. Wir gucken einfach mal, wie ist der aktuelle Stand bei verschiedenen Fahrzeugen mit diversen Problemen. Und ich kann euch schon mal sagen, das, was euch heute in diesem Video erwartet, wird mega abfuck asozial. Denn ich bin gestern mit dem Paul zusammen mit so einer Rübe nach Hause und wir hatten wirklich einfach beide die Schnauze gestrichen voll. Das kann man schon mal sagen. Marvin, wir lassen dich alleine hier. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal beim ersten Problemfall draußen an, oder? Hier nicht. Ja, nee, wir können, über das Thema können wir, ich würde sagen, wir gehen einfach wieder so die Runde, damit die Leute so ein kleines bisschen in dem Thema mit drin sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach bei dem Patienten hier vorne an. Ihr kennt das Auto aus dem letzten Werkstatt-Alltags-Rundum-Video, das übrigens der Paul, falls ihr den noch nie gesehen habt. Hallo. Eine ganz lustige Geschichte zu diesem Patienten. Fahrzeug hat von uns bekommen eine neue Steuerkette, habt ihr in dem letzten Video gesehen. Fahrzeug hat Fächerkrümmer bekommen, mit viel Bauen und Basteln, um das ganze Thema irgendwie umzusetzen. An der Stelle nochmal ganz, ganz vielen Dank an Steffen Wappler. So, Auto hat noch eine Softwareanpassung bekommen, ne? Nockenwellentiming, Kraftstoff angepasst, ordentlich im Steuergerät. Was auch wirklich sehr, sehr lustig ist, für all diejenigen, die sich mit dem R36-Thema nicht ganz so auskennen, kann man tatsächlich sagen, die Fahrzeuge streuen brutal nach unten. Ja, also wir selber haben noch nie einen in der Hand gehabt und auch der Thomas von TD Performance noch nicht, was wirklich mal Serienleistung hatte. Serienleistung sind 300 PS bei dem Fahrzeug. Was hatten wir jetzt hier bei dem Eingangsmessung mit neuer Steuerkette? 247. 247, überlegt euch das mal. Das sind knapp 20%, knapp aufgerundet, ne, 17-18% Leistung, die uns fehlen. So, und jeder, der sich mit dem R36-Thema mal ein bisschen auseinandergesetzt hat und ein bisschen beschäftigt, weiß, dass die Fahrzeuge grundsätzlich alle nach unten streuen. Ja? Wir haben uns jetzt ein bisschen durch die Softwareoptimierung, Anpassung, haben wir uns ein bisschen Richtung ja, Serienleistung wieder angenähert. Wir sind jetzt rausgekommen mit 270 PS. 270 PS, ne? Und das ist immer noch nie Serienleistung. Das ist immer noch nie das, wie das Auto mal ausgeliefert wurde. Spannendes Thema, wildes Thema, aber... Ich möchte euch was anderes sagen, um euch einfach ein kleines bisschen zu zeigen, was das Auto denn jetzt macht, beziehungsweise auch einfach nicht mehr macht. Auto war bei der Achsvermessung, war bei der Leistungskur, Auto ist von unserer Seite fertig, Auto hat noch eine TÜV-Abnahme bekommen. Und eigentlich wollten wir nur noch ein Finish machen an dem Auto, aussaugen. Na, Paul ist jetzt gestern Abend da, nimmt den Schlüssel, drückt den Schlüssel rein und was passiert? Nichts passiert, das Ding geht einfach nicht mehr an. Das ist der Paul und ich, wir haben dann gestern Abend noch bis, keine Ahnung, lange auf jeden Fall gestanden, um zu gucken, worum das Auto nicht mehr angeht. So. Wir haben dann oft gehört, ich habe dann einfach ein Zündschloss bestellt, ne? 3C-Fassade, relativ bekanntes Problem, gerade bei vielen Leuten, die immer so Klimbim am Schlüssel haben. Ne? Kennst du die Leute? Mhm. So der Typ, der so alle Schlüssel am Autoschlüssel hat. Ja. So, das mögen die Schlösser, ja, mögen das überhaupt gar nicht. Wisst ihr schon mal Bescheid, Auto soll morgen abgeholt werden, heute stehen wir hier, Fahrzeug geht nicht mehr an, schön aufs Brett geschissen. Super, ist jetzt das Thema, dem wird sich der Marvin jetzt annehmen. So, weiter geht's hier vorne. Golf 7R wird es ein extra Video geben. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, was jetzt hier das Problem ist. Wir können gerne hier vorne rumgehen. Hallo, guten Tag. Motor ist soweit wieder zusammen. Wir werden heute mit dem Auto auf den Prüfstand fahren und einfach mal gucken, wo sind wir jetzt. Wir haben nichts gefunden aktuell, das muss man sagen. Stimmt's? Nee. So, mittlerweile sind wir auch tatsächlich so ein bisschen Rudi ratlos. Wir wissen nach wie vor, fehlen uns knapp 10 PS und ich glaube es waren 70, 80 Newtonmeter. Schwierig. Nockenwellen-Hubvorstellung hatten wir in dem anderen Video thematisiert, wo es um den Golf ging.
Das haben wir jetzt soweit alles geprüft. Wir haben jetzt auch nochmal alles, was vom Steuergerät geschalten wird, kleiner Hub, großer Hub, haben wir jetzt alles nochmal durchgemessen. Nothing. Hier funktioniert alles an dem Auto, aber am Ende des Tages hat der Koffer keine Leistung. Hallo und herzlich willkommen in... Hier macht alles wahnsinnig Spaß und ich könnte einfach nur heulen. Ja, gut, okay. Mercedes Vito habt ihr auch gesehen. Gehen wir gleich auf der Runde mit rum. Audi A4. Spannendes Thema. Wir haben Anruf bekommen. Auto steht im Parkhaus und geht urplötzlich nicht mehr an. Ja, was machst du? Ist hier gleich um die Ecke gewesen, Fehlerspeicher ausgelesen, Drosselklappe. Ach, da standen ganz viele wilde Wirre Fehler drin. So. Auto hergebracht, ja, dann fängst du an. Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher löschen. Dann, und jedes Mal sind andere Fehler drin. Cool, super. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Na, dann guckst du erstmal grundsätzlich, macht denn der Motor das, was er soll? Bringt er einen Zündfunken? Kommt Kraftstoff vorne an? Was passiert? Nee, es kommt kein Zündfunken und es kommt auch kein Kraftstoff vorne an. Aufs Motorsteuergerät selber kannst du zugreifen. So, dann fängst du an, dann guckst du, ne? Wird das Steuergerät ordentlich bestromt? Ne? Dann fängst du an durchzumessen, Relaisträger durchzumessen und. Soll ich euch mal was verraten, was das Ende vom Lied ist? Müsst ihr mal hier reingucken. Also vielleicht kann ich es auch mal ein bisschen auskippen. Und jetzt guck mal hier rein. Schön, richtig schön. So, jetzt kannst du mal raten, wo das Steuergerät sitzt. Im Windlauf. Im Windlauf. So, nämlich genau hier unten drin. So, und jetzt ein ganz klassisches Thema, das hatten wir auch tatsächlich schon mal bei einem, was war denn das? CLS 63. CLS 63 AMG hatten wir das schon mal, ne? Ja. Wisst ihr Leute, was passiert, wenn man sagt, man macht den Service immer nur im Umfang von, wir wechseln Öl, und wir wechseln vielleicht mal einen Filter und vielleicht wenn es hochkommt, mal ein bisschen Bremsflüssigkeit. Die Sachen, die in den Serviceumfängen vorhanden sind, die gemacht werden sollen, da gehört unter anderem auch Abläufe reinigen dazu. Mhm. Wenn man das nicht macht, dann stopfen die Abläufe zu und ich brauche gar nicht so weit gucken. Ich kann hier einfach reingreifen und kann dir mal irgendwas zeigen. So. Und das sammelt sich in diesen kleinen, super, in diesen kleinen Röhrchen. Ha, reingeguckt, ne? Das sammelt sich in diesen kleinen Ablaufröhrchen. Dann kommt noch ein bisschen Wasser dazu. Dann wird das irgendwann so richtig schön breiig, schlammig, Pampe. In einer gewissen Art und Weise auch wie Erde, ja? Und dann sind die Dinger zu. Und wenn du dann, wie wir das ja doch relativ häufig mittlerweile haben, mal so einen richtig schönen, starken Platzregen hast, wo dann alles mit einmal richtig runterhaut, ja, dann läuft das hier oben rein. So, und irgendwann, wenn das auf ewig und 3 Tage immer wieder Wasser ringsrum steht, wird so ein Steuergerätestecker auch mal undicht. So, und was passiert? Irgendwann fängt es an zu korrodieren. Und man sieht das halt richtig gut, ne? Das werdet ihr jetzt mit der Kamera nicht sehen. Aber die Pins, die sind alle, die haben alles richtig schön grünspan dran. Ja, und irgendwann ist entweder kein richtiger Kontakt mehr gegeben oder es funktioniert einfach gar nicht mehr. Und jetzt kommt der Hit, nachdem wir mit der Kundin nochmal telefoniert haben, und um uns vielleicht auch nochmal ein paar Randinfos einzuholen. Wisst ihr, was dann kam? Wir hatten zuletzt oftmals das Problem, dass das Auto ab und zu schon mal so sporadisch so ein bisschen rumgespuckt hat und nicht mehr so richtig lief. Aber dann ging es wieder. Na, also vielleicht auch an der Stelle für all diejenigen, die ihr Auto irgendwo in die Werkstatt bringen oder ja, zu uns bringen oder in eine andere Werkstatt. Ne? Ich rede jetzt einfach mal für alle. Das hilft ungemein, wenn ihr feststellt, dass vorher schon irgendwas nie hingehauen hat oder wenn ihr feststellt, dass ein Auto zum Beispiel, gerade PDC-Sensor ist auch so ein Thema, dass immer wenn es regnet, das Auto irgendwie Probleme hat, gebt die Infos an die Werkstätten weiter. Das hilft den Leuten ungemein und kleiner Tipp am Rande, das schont auch euer Portemonnaie, weil je weniger die Leute in der Werkstatt suchen müssen, ne, desto weniger abrechenbare Zeit ist natürlich auch da. Also vielleicht einfach auch ein bisschen in eurem Sinn gedacht, da kann man tatsächlich, wenn so ein Problem besteht, auch mal die ein oder andere Mark sparen und uns in der Werkstatt hilft es auch. Achtung, Kopf bitte nicht einhauen. Mhm. Ja, ansonsten, Werkstattrunde, Audi RS4 steht hier drauf, guck mal. Das ist der Kumpel, der schon eine ganze Weile draußen steht. Ich glaube, da haben wir im letzten Video was dazu gesagt. Nee. Doch, zu dem Motor, glaube ich. Haben wir? Komm, ich glaube, hier drinnen haben wir wohl angefangen. Können wir gleich mal weitergehen hier. Audi RS4 Motor ist jetzt auch zusammengebaut und ihr seht schon, dafür, dass so ein Block am Anfang gar nicht so groß ist, ne, wir haben jetzt hier eigentlich den rein
den rein originalen Block, das ist hier, das kriege ich eigentlich mit meinen Kinderhänden mit zwei Handflächen abgedeckt, ne? Mhm. Guck dir mal an, was das für ein Monster ist jetzt. Das ist schon krass. Das ist irre, ne? Ja, ansonsten, was haben wir hier drüben noch? Zwei Zylinderköpfe Mercedes. Ihr seht euch falsch nach das letzte Video. Das, ich würde es dir gerne zeigen, aber man sieht es, man kriegt es mit der Kamera nicht eingefangen. So, das ist unser Mercedes Vito Motor. Also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt hier die V6 Mafia. Ne? Mhm. Guck mal hier hinten, da blüht das Herz gleich wieder auf. Mercedes. Richtig geil. Genau, Mercedes, mega spannendes Thema, riesengroßes Problem. Wir haben ja hier unsere Glühkerzen drinnen sitzen. Man kann es jetzt wirklich gut erkennen. Pass mal auf, ich nehme mal einen Schraubendreher. Da könnt ihr euch das Spektakel mal angucken. Komm du mal bitte mit der Kamera hier rum. Da siehst du das ein bisschen besser. So, unsere Glühkerzen stecken hier oben drinnen. Ja? 1, 2, 3. So. Und um diese Glühkerze hier hinten geht's. Hier hinten ist die Spritzwand drüber, hier sitzt noch der Turbolader. Ich hatte es in dem letzten Video, hatte ich es gesagt. Für diejenigen, die es nicht geguckt haben, schaut mal auf unserem Kanal. Guckt es euch gerne nochmal an, wenn es euch interessiert. Da kommst du auf jeden Fall an die Glühkerze hier hinten nie ran. Und jetzt schau mal, hier hast du Alu ringsrum, ne? Kann man relativ gut erkennen. Mhm. Und jetzt guck mal auf die Glühkerze hier hinten. Das ist wie gepresste Scheiße hier hinten. So. Hier hat irgendeiner versucht mit Flüssigmetall und Dichtpappe irgendwie wieder ein Gewinde herzustellen, damit die Glühkerze hier hinten drin hält. So, und jetzt kann man ja mal sagen, ne, wenn ich jetzt hier reingehe mit dem Schraubendreher, ich merke jetzt das Gewinde, das hört man auch relativ gut, und dann kommt ein sauberer Schaft nach unten, ne, wo dann unten die Glühkerze abdichtet. Wo habe ich denn jetzt hingelegt, das Rindvieh? Hier. Wo die Glühkerze hier unten dann quasi relativ sauber abdichtet. Ja? So, und jetzt gucken wir, was ich hier hinten machen kann. Hier hinten kann ich den Schraubendreher schräg bis sonst wo reinstecken. Hier hat schon mal irgendeiner versucht, irgendwas auszubohren. Hat sich aber gedacht, Mensch, du pass mal auf, damit ich auch alles ordentlich rauskriege und alles erwische, nehme ich mir da glatt mal einen großen Bohrer. So, gefühlt hat er sich hier hinten einen 9er, 8er, 9er, 10er Bohrer genommen und hat immer richtig schön alles weggebohrt hier hinten. Guck dir mal an, wo ich den Schraubendreher hinstecken kann. Du musst ja schräg reinbohren, weil es ist ja die Spritzwand im Weg. Du kommst ja nur von hier vorne so ran. Ja. Und das ist das Thema. Ne? Das ist ein riesengroßes Problem. Glühkerzen, die gammeln halt gerne mal fest. Ich meine, das ist ein bekanntes Thema. Ne? Man sieht es hier an der relativ gut. Du hast ja im Endeffekt nur das Gewinde hier oben, was die Glühkerze quasi drin hält. Und hier unten, wo sie abdichtet zum Brennraum. So, die können irgendwann auch mal undicht werden. Das ist normal, das passiert. Ne? Warm, kalt. Und dann guck dir das mal an. Die gammelt über den kompletten Schaft. Gammelt die Glühkerze fest. Ja, ist klar. Wenn du hier wie eine Art Flächenpressung ringsrum hast, ne? Und dann hier oben, hier mit einer 11er Nuss drauf gehst, oder 10er Nuss in dem Falle, und das Ding rausdrehen willst, dann reißt die hier oder im Gewinde einfach weg und der ganze Rest bleibt drinnen stecken. So. Ja, dann brauchst du nicht anfangen, bei so einem Auto zumindest im eingebauten Zustand hier irgendwas zu reparieren, ne? Oder irgendwas rauszubekommen, dann geht das natürlich kräftig in die Hose. Und ich kann dir genau sagen, wenn ich den Schraubendreher hier reinstecke, guck mal von der Seite ran, kann dir genau sagen, in welchem Winkel der Kollege hier gebohrt hat. Nämlich in dem. Und eigentlich müsste es genau gerade sein. Nur gerade. Also wenn ich jetzt hier mal in das andere Gewinde reingehe, ne, hier habe ich nie viel Luft, hier geht es schön sauber gerade nach unten. Mhm. Und wenn man jetzt hier mit einem Endoskop reinguckt, das könnt ihr jetzt nie sehen, dann siehst du hier drin, dass hier alles richtig ausgebohrt, ausgefranst ist. Kann nicht mehr funktionieren. Thema Mercedes. So, und jeder, der von euch vielleicht auch in Werkstätten unterwegs ist, sich mit dem Thema Mercedes auskennt, der weiß, OM642890, das ist der Motorkerner von dem Motor, da gibt es gerade gar nichts. Da gibt es weder auf dem freien Markt Zylinderköpfe, noch gibt es irgendwie bei Mercedes Zylinderköpfe. Ne? Mercedes könnte uns einen Liefertermin nennen. Bei uns hier in Dresden war er wohl für Januar angesetzt. Der Kunde selber hatte bei sich, wo er herkommt, jetzt nochmal mit Mercedes telefoniert. Oder ich glaube der Papa von dem. Und da hieß es wohl Ende November, aber ohne Gewehr. Super, was machst du denn? Gebrauchte Köpfe gibt's. Haben wir auch gekauft, wo ist denn der hingekommen? Also wir, nee, der Kunde hat ihn gekauft. Ich glaube, der steht hier vorne, ne? Nee, nicht mehr. Stand hier vorne, hat jemand aufgeräumt, super. Ich habe gerade den Zylinderkopf in unserem Bus einrasten lassen. Hier in unserem Bus. Weil ich den rausgeholt habe dort hinten. Der Kunde hat sich gekümmert, hat rumtelefoniert und hat versucht irgendwas zu organisieren, rief mich an und sagte, Sven, ich habe einen Zylinderkopf gefunden für sogar einen total schmalen Kurs.
Ich sage dann, los, hol ran das Ding. Zwei Tage später ist das Ding da, wir packen das Ding aus. Ihr seht schon, ich habe was in der Hand, ne? Guck mal, was hier hinten fehlt. Mhm. So, und jetzt guck mal genau hin. Guck mal hier rein. Guck mal in das Nockenwellenlager. Mhm. Oder nee, das ist kein Nockenwellenlager, sondern da hinten kommt die Pumpe dran. Aber siehst du, was da los ist? Immer schön gebrochen. Ja. Beim Transport oder? Immer kohlenverbrannt, so. Ja. Beim Transport oder schon so ausgeliefert, keine Ahnung. So, und jetzt hast du aber das Problem. Das kannst du auch nie schweißen. Na, so zur wie das hier hinten ist, müsstest du alles mit Schweißgut komplett neu aufbauen, müsstest alles neu fräsen. So, und dann stehst du wieder da. Bühne blockiert, Motor noch auf der Achse und du weißt, es gibt kein Material. Und der Kunde braucht das Auto wieder. Das ist denn sein Dienstwagen. Ne? Also der hat hinten einen krassen Kofferraumausbau drin, der ist Monteur, glaube ich. Das heißt, der braucht das Ding zum Arbeiten. Oh. Naja, 3-4 Tage hin und her telefoniert. Ne? Also damit ihr mal ein Gefühl kriegt, ne, was das für ein Aufwand ist. Ne? Also es ist ein Vorgang. Ein Vorgang von, ich glaube, am Tag 10, 12, 13 Vorgängen. Ja, und dann stehst du da, dann telefonierst du, dann guckst du, dann versuchst du Lösungen zu finden. Irgendwann rief der Kunde wieder an und sagt, du, ich habe hier irgendwie über 15 Ecken irgendwas. Ich krieg Zylinderköpfe ran. Neue. So, und die haben wir ja gerade hier drin gesehen. Das müssen wir jetzt einfach prüfen. Das heißt, deswegen legen wir jetzt los. Wir zerlegen jetzt den Motor, wir bauen jetzt die Köpfe runter. Es ist rein von der Theorie, ist es nicht die Originalteilenummer. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal der Annahme, dass die Köpfe wahrscheinlich nicht passen werden. Der Verkäufer hat aber signalisiert, die passen für den OM642890. Was jetzt genau anders ist, ob jetzt irgendwo ein Gewinde fehlt, ob ein Anguss anders ist, ob ein Kanal vielleicht ein bisschen anders gefertigt ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir rausfinden. Wir bauen jetzt die Köpfe runter und dann werden wir das vergleichen und dann gucken wir uns das ganze Thema an. Ja, aber ich denke, so kriegt ihr vielleicht auch mal ein Gefühl, dass gar nicht alles so einfach ist. Von einem VW Passat R36, wo du denkst, das Ding ist fertig, einfach finish, raus, ne? Glücklicher Kunde. Nee, so zieht sich das den ganzen Tag durch und das ist nicht immer so, das muss man auch sagen. Es ist immer mal so phasenweise. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wir wissen ja, viele von euch sind auch irgendwie in Werkstätten aktiv oder machen selber privat ein bisschen was. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, das würde mich interessieren, ob das bei euch auch so ist. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass ich sagen kann, das ist immer so schubweise. Du hast mal so eine Woche, da läuft alles allglatt. Da läuft jeder Vorgang reibungslos hintereinander weg, bam, bam, wie geschnitten Brot. Und dann hast du Wochen dabei, wo wirklich gefühlt jede Karre, die du anfährst, komplett scheiße ist. Also das muss man wirklich so sagen, wo gefühlt wirklich jeder Vorgang, egal was du anfängst, ist es scheiße. Dort ist scheiße, da ist scheiße. Ich soll das Wort nicht mehr sagen, hast du gesagt, ne? Das ist unschön, das ist unschön, das ist unschön. Nee, ich tue das nicht verschönern. Es gibt einfach Wochen, da ist alles bescheiden. Ja? Und das ist halt, ja, da musst du durch. Du kannst nichts ändern dran. Du musst durch das Thema. So, es bringt ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ach nee, dann lass ich es jetzt stehen und das machen wir. Nee, nee. Ja. Also, nie falsch verstehen. Ich will nie rumjammern. Ich will euch nur einfach mal zeigen, dass das in der Größe, wie wir sie mittlerweile haben, mit 7 Leuten jetzt, gar nicht mehr so einfach zu handeln ist, weil du musst ja sehen, du hast ja dann auch Folgetermine geplant. Ne? Du hast zum Beispiel jetzt, du weißt genau, du brauchst für den Motor zusammenbauen, 1,5-2 Tage, vorher ist alles vorbereitet, du brauchst einen Tag zum Einbauen, einen Tag zum Abschluss mit Probefahrt, allem drum und dran. Lass dann irgendwas passieren. Ich möchte nur noch mal kurz auf den R36 verweisen. Du steckst nicht drin. Du steckst nicht drin in dem Thema. So, und dann hast du aber die Termine, die hinten dran geknüpft sind, die verschieben sich ja. Du kannst ja dann nicht zaubern. Ja, ich weiß, ihr denkt jetzt bestimmt, du Sven, dann lass sie da alle noch 2, 3, 4, 5 Stunden länger stehen. Die Idee finde ich super. Ich werde es einfach bei den nächsten Wochen, wenn es wieder so ist, versuchen umzusetzen und werde euch dann unterrichten, ob das klappt und ob die Mitarbeiter dann noch hier bleiben und Bock haben oder nicht. Spaß beiseite. Ja, ich glaube, das ist an und für sich ein guter Abschluss für das Video. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir gern wieder in die Kommentare, dass wir auch ein kleines bisschen Feedback bekommen, ob ihr Bock habt auf das Thema, ein bisschen Werkstattalltag, auch mal so Herausforderungen mitzusehen, mit dem, was wir so tagtäglich um die Ohren haben, mit was wir kämpfen. Und ich würde sagen, genug Gelaber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu dabei seid. Und bis bald. Ciao.